So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und ihr könnt euch vielleicht noch alle an die an Filippone erinnern. Und mit Filippone habe ich damals die zweite Luca Pizza getestet. Das war diese mit dem schwarzen Rand in der schwarzen Schachtel. Aber nicht wundern, wenn du den aufmachst, das ist ganz oben drin. Das ist ein Witz, oder? Was? Ach, Leo! Der lebt ja auch noch, guck mal. Was zum Geier. Nix, das ist der Leo, kennst du den nicht? Wenn ihr einen Freund habt, der auch so enden soll, dann schreibt's mal in die Kommentare. Und hier ist sie nun, die I like pizza broschiuto, prostituto. Ja, die Verpackung macht zumindest schon mal was. Ich will ja nichts schlecht reden oder so, aber das sieht einfach aus wie hingeklatscht. So. Ich muss sagen, wenn ich mir Pizza daheim belege, ist mein Schinken und was weiß ich nicht alles etwas wie von der Partei. Ja, wenn's aufgetaut ist, kannst du es ja nehmen und durch die Gegend schmeißen. Die auf jeden Fall sehr besonders aussah, haben wir geschmeckt, probiert, hat geschmeckt. Eigentlich war aber trotzdem jetzt nichts, kein großer Unterschied zu einer normalen Schinkenpizza. Wenn man das so ganz genau nimmt, für den Preis, für 3,79 Euro oder wie viel die da gekostet hat, muss man die sich nicht unbedingt gönnen, jedes Mal. Aber es ist soweit. Obwohl es dann ja den Plastikskandal gab und es bei der Herstellung der Luca Pizza von der zweiten Probleme gab, dass da in der Produktion irgendwie eine Maschine defekt war und oder Plastikteile in die Pizza gekommen sind, eine große Rückrufaktion, hat sich Luca natürlich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, war so dreist und hat die nächste Pizza rausgebracht. Die haben wir jetzt hier, wie ihr seht, auch wieder von Luca in Zusammenarbeit mit Gustavo Gusto, Say Cheese. Auch wieder richtig genial, Bianca, Sette, Formaggi, hier steht Luca auch in der Ecke, ihr habt ja auch lauter Smileys drauf und die gucken wir uns jetzt mal an, die Verpackung und dann schauen wir natürlich auch, wie das schmeckt, wie das aussieht, alles wunderbar. Hier seht ihr also nochmal vorne Gustavo Gusto, die ganzen Smileys hier von Luca eben, Say Cheese. Traditionelle Steinofenpizza mit 7 Käsesorten und frischen Frühlingszwiebeln. Bianca Sette Formaggi. Hier seht ihr, wie die ungefähr aussehen soll. Hier nochmal Luca. Und wenn wir das rumdrehen, sehen wir auch gleich, was Luca für ein richtiger Spaßvogel ist. Hier steht nämlich drauf, kennst du den schon? Treffen sich Käse und Lauch, sagt der Lauch. Hallo Käse, sagt der Käse. Hallo Luca. Ja, auf jeden Fall, genau. Haha, sehr witzig. Was aber kein Witz ist, meine neue Pizza kommt mit 7 verschiedenen Käsesorten. Zudem haben wir auch noch einen besseren Lauch als mich gefunden. Frische Frühlingszwiebeln. Ach so. Oh, Luca. Frische Frühlingszwiebeln. Bäm. All das macht die mittlerweile dritte Pizza, die ich mit meinen Freunden von Gustavo Gusto kreiert habe, zu einer Weltneuheit im Tiefkühlregal. Edamer, Emmentaler, Cheddar, Gouda, Mozzarella, Ricotta und Mascarpone warten nur darauf, von dir probiert zu werden. Also worauf wartest du noch? Lass sie dir schmecken, dein Luca, YouTuber und größter Pizza-Fan der Welt. Ich meine, das Design und alles ist ja schön gemacht. Auch diese witzige Art und Weise hier hinten, obwohl ich ihn als YouTuber, weiß ich nicht, eigentlich nicht mag, kann ich mir nicht geben. Der ist nämlich viel sympathischer als ich und da kommt immer der Penisneid durch. Deswegen, was haben wir unten trotzdem alles schön hier aufgeschrieben? Was, wie, wo? Und schließlich kaufe ich ja seine Pizza. Also heißt es, ich bin schön blöd, wenn ich ihm danach das Geld in den Rachen schiebe. Aber wir wollen uns ja nichts entgehen lassen. Deswegen schauen wir mal, Gustavo Gusto, Say Cheese, was die taugt, wie die schmeckt. Ne? Rams ist der Geier. Gab's wie gesagt wieder mal im Rewe. Die andere habe ich glaube ich auch schon im Rewe gefunden. Was ist jetzt los hier? Halt doch mal. Immer Rewe, der Rewe hat immer alles. Rewe ja sowieso eigentlich sehr teuer. Rewe auch jedes Mal die Luca Pizza dabei gehabt. Erst die schwarze, da wollte ich die ganze Zeit auch den Karton aufheben.
wollte ich mir dann irgendwo an die Wand kleben, haben den jetzt aber doch weggeschmissen und jetzt habe ich den nächsten, den ich mir auch an die Wand hängen könnte, aber das wäre dann so, als wenn ihr euch ein Bild von Luca an die Wand hängt, das muss ja nicht sein. Jetzt haben wir hier den Karton aufgemacht, holen mal die Pizza raus und guckt euch die mal an, wie die aussieht, da die ganzen kleinen Lukas, also die ganzen kleinen Lauchzwiebeln, wie die da drauf rumfliegen, eingepackt, überall viel Käse drauf. Ich glaube, ich muss die Kamera nochmal nehmen, nochmal rumdrehen, euch nochmal hier das zeigen, durch die Folie. Das ist jetzt gefroren. Es kommt jetzt in den Backofen. Sieht auf jeden Fall sehr frisch aus und ist natürlich alles Käse, Käse, Käse. Wir sind aber gespannt, hauen die jetzt in den Ofen, melden uns zurück, wenn die fertig ist. Und dann probieren wir die natürlich. So, in der Zwischenzeit, als die Pizza im Ofen war, habe ich sogar noch ein paar Folgen von meinem Bier-Adventskalender aufgenommen. Was heißt ein paar Folgen? Natürlich nur eine Folge, weil ein Bier am Tag kann man schon trinken. Alles andere wäre total übertrieben. Dann ist man ja gleich Alkoholiker, ne? Prost auf jeden Fall. Und jetzt ist die Pizza fertig. Die ist auch hier schon angekommen. Ich versuche sie mal hier leicht in die Kamera zu halten, sodass sie nicht runterfällt, ne? Sieht das nach was aus oder sieht das nach was aus? In der Mitte ist natürlich schon wieder alles verbrannt und schwarz. Das ist aber der Ramses gewesen, das war nicht der Luca. Denn die schwarzen Sachen, das waren ja die Plastikteile. Und hier geht es einfach um verbrannten Käse. Das ist wieder was ganz anderes. Wir gucken hier nochmal drauf. Ne? Das seht ihr auch schon. 7 verschiedene Käsesorten. 7 verschiedene. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Hier verbrannter Käse, gelber Käse, oranger Käse, alles dabei. Und ihr habt hier die ganzen kleinen Luca-Lauchs, beziehungsweise die kleinen Lauchzwiebelchen, alles drauf. Es duftet auch schon herrlich. Also dagegen kann ich nichts sagen. Ich glaube, die schmeckt einfach besser als die zweite Luca-Pizza. Die erste Luca-Pizza habe ich überhaupt nicht probiert. Da habe ich davon noch gar nichts mitbekommen, aber ich glaube, das erste war eh nur eine Pizza Margarita. Und Margarita, weiß ich nicht, ich frage mich immer, wie können Menschen Pizza Margarita kaufen? Da ist so gar nichts drauf. Hier ist im Prinzip auch nichts drauf, aber gut, eigentlich Käse und Lauchzwiebeln. Deswegen muss man die natürlich probieren. Heben sie nochmal hoch für die Kamera. Die hat auf jeden Fall eine sehr schön käsige, würzige, zwiebelige Note. Also die Lauchzwiebeln da drauf zu machen, war wohl wirklich eine der besten Ideen, die man haben konnte. Wir wollen jetzt mal hier ein Stück rausnehmen. Ich habe das natürlich geviertelt. Wollen mal probieren, da mal reinbeißen und gucken, ob das schmeckt. Ihr seht, der Boden ist hauchdünn. Da ist nichts mit Knüppel auf dem Kopf. Also irgendein Geschmack macht sich gerade im Mund breit. Wenn ich da drauf beiß, wirkt das so, als hätte ich eine Tonne Sand im Mund auf einmal. Aber das muss wohl eine Konsistenz von der einen Käsesorte sein. Sicherlich. Auf jeden Fall wird es irgendwie so ein bisschen rau im Mund. Aber es ist kräftig im Geschmack. Kann ich jetzt schon sagen, finde ich auf jeden Fall 1000-mal besser als die zweite Luca-Pizza. Denn die zweite Luca-Pizza, die hat einfach nur ein bisschen so nach Schinken geschmeckt. Wenn ihr euch da einfach eine normale Schinkenpizza holt, habt ihr wahrscheinlich genau den gleichen Geschmack. So viele verschiedene Käse-Pizzen kenne ich nicht. Habe ich noch nicht gehabt. Die also was Besonderes eben, dadurch, dass es keine Schinkenpizza ist, dass es einfach eine 7-Käse-Pizza ist mit Lauchzwiebeln. Also eine besondere Sorte, was es so auch nicht überall zu kaufen gibt. Margarita bekommt ihr ja überall hinterhergeworfen. Auch so eine Schinken-Formaggio. Ist das Formaggio? Ich habe keine Ahnung. Das andere Prosticcio oder irgendwas mit dem Schinken auf jeden Fall. Das kriegt ihr ja überall hinterhergeworfen. Das ist eine Sorte, die es so in dem Sinne nicht gibt. Die hier exklusiv ist, würde ich mal sagen. Und das macht sich bemerkbar, denn so habt ihr einen einmaligen Geschmack, den ihr mit nichts vergleichen könnt. Mmh.
auch diese Kombination mit 7 Käsesorten ist sehr genial. Man kennt ja natürlich Pizza 4 Käse oder Pizza 4 Jahreszeiten, gibt es ja alles. Aber 4 Jahreszeiten hat ja nichts mit Käse zu tun, aber 4 Käsesorten gibt es auch. Aber das sind ja wirklich 7. Da habt ihr nochmal eine ganz andere Geschmacksvielfalt. Ich finde es gut, finde ich trotzdem natürlich ein bisschen teuer für 3 Euro noch was. 3,79 oder wie viel die gekostet hat. Dafür, dass sie so dünn ist. Ich glaube, danach habe ich also Hunger. Da müsste ich schon mindestens 2 oder 3 Stück essen aufeinander, dass ich davon satt werde. Aber geschmacklich kann ich wirklich nichts sagen. Kann ich nur empfehlen, geschmacklich. Wer das mal probieren möchte, macht das gerne. Ich finde es okay. Ich finde es eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Ist mal was anderes, ist mal was Neues. Da hat er sich was Gutes einfallen lassen. Vielleicht gibt es ja noch eine 4. Luca Pizza, dann sind wir natürlich auch wieder am Start. Probieren die auch. Vielleicht gibt es dann auch wieder Plastikteile. Die fehlen hier nämlich ein bisschen. Vielleicht macht er auch mal eine mit einem rosa Teig. Das wäre auch lustig. So eine Einhornpizza oder irgendwas. Warum nicht, ne? Alles ist möglich. Ich lasse mir sie auf jeden Fall schmecken. Wer wissen will, wie die schmeckt, ich kann es empfehlen. Holt euch die auch. Die Luca Pizza Say Cheese auf jeden Fall im Rewe. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.